Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video, oder besser gesagt in den beiden Videos, das ist nämlich ein Zweiteiler, geht es um alles rund um das Thema Akkus. In Part 1 besprechen wir vor allem, was es für Akkusysteme gibt, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, werfen einen Blick darauf, wie viel Leistung wir überhaupt benötigen und am Bonustipp am Ende schauen wir uns dann auch noch an, wie ihr euren Stromverbrauch selber rechnen könnt. In Part 2 geht es dann darum, diese schicke Geräte einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Meine niegelnagelneue Powerstation von Anker. Aber wie gesagt, das kommt alles in Part 2. Da gehen wir dann auch nochmal gezielter darauf ein, was muss ein Akkusystem oder ein Powertank, Powerstation, nennt es wie ihr wollt, was muss das überhaupt an Funktionen bieten, um für uns in der Astrofotografie von Vorteil zu sein? Gibt es vielleicht Dinge, die man eher weniger braucht oder Dinge, die ein Gerät unbedingt haben muss? All das kommt in Part 2. Jetzt geht es erstmal nur um die trockene Theorie, wie man so schön sagt. Aber fangen wir einfach mal an. Bevor wir aber jetzt mit dem Video starten, möchte ich mich noch herzlichst bei meinen Kanalmitgliedern bedanken. Ihr helft mir dabei, diese Videos zu produzieren, greift mir dabei unter die Arme und sorgt dafür, dass ich hoffentlich immer ein klein bisschen besser darin werde. Und es ist das Mindeste, euch daher namentlich zu nennen. Und ich muss ehrlich gestehen, so langsam wird die Liste echt lang, deswegen diesmal muss ich tatsächlich ablesen, ich entschuldige mich. Ihr seid namentlich Lara Wandsonne, Daniel International, planetblogger.de, Han Solo, Benny K., Shumito-san, Johannes Pflegpeter und Horst. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wie auch ihr mich unterstützen könnt, erfahrt ihr alles in der Videobeschreibung. Jetzt legen wir aber endlich mal los mit dem Thema Akkusysteme. Ich möchte zunächst einmal klarstellen, dass ich im privaten, beruflichen Umfeld weniger mit Elektronik zu tun habe. Sie kommt natürlich vor, auch in Form von Motoren und so weiter. Ich bin kein Elektriker, sagen wir es einfach so wie es ist, ohne es lange hin und her zu reden. Dennoch habe ich dieses Video nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, gegengeprüft und dann entsprechend auch zusammengetragen. Sollte es also dennoch irgendeine Ungereimtheit oder etwas geben, was im Endeffekt sogar falsch ist, bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Zunächst einmal schauen wir uns die gängigsten Akkusysteme mal genauer an. Werfen wir dafür mal einen Blick auf eines der wohl älteren, aber doch ziemlich, eigentlich immer noch sehr weit gebräuchlichen Systeme, und zwar die sogenannten Bleiakkus. Bei Bleiakkus gibt es laienhaft gesagt nasse und trockene Bleiakkus. Das ist jetzt ein bisschen komisch formuliert. Ihr werdet gleich erfahren, worauf ich hinaus will. Der Alltime-Klassiker hierbei ist natürlich die gute alte Autobatterie. Und auch wenn wir es Autobatterie nennen, ist es de facto ein Akku. Ihr werdet auch merken, wenn ich im Video im weiteren Verlauf von einer Batterie rede, dann meine ich eigentlich einen Akku. Merkt euch einfach unbedingt die Unterscheidung. Ein Akku ist wieder aufladbar, eine Batterie ist es nicht. Werdet ihr eine Batterie aufladen, wird diese zerstört werden, im schlimmsten Fall können sie sogar bersten, dann tritt Batteriesäure und anderes Zeugs aus. Bei einem Akku passiert das eigentlich nicht. Das ist der große Unterschied. Aber zurück zur Autobatterie. Konventionelle Autobatterien sind tatsächlich sogenannte nasse Batterien, was sich in ihrem Inneren sehr starke und hochgiftige Schwefelsäure befindet. Diese Säure ist in diesem Fall auch zwingend notwendig, um eine sogenannte galvanische Zelle zu bilden. Darauf gehen wir jetzt aber in diesem Video nicht weiter ein. Wichtig ist hier vor allem, dass konventionelle Autobatterien niemals gelegt oder schlimmer noch auf den Kopf gestellt werden dürfen. Schuld hieran ist neben der enormen Gefahr, dass Batteriesäure auslaufen kann, auch das Material, das bei der Elektrolyse in galvanischen Zellen normalerweise zu Boden sickert. Durch ein Legen oder auf den Kopf stellen der konventionellen Autobatterie kann dadurch sogar ein innerer Kurzschluss entstehen, was zum Tod der Autobatterie führt. Zudem sind Autobatterien dazu gemacht, enorme Stromstärken in sehr kurzer Zeit zu generieren. Diese Stromstärken werden benötigt, um den Anlasser des Autos zu befeuern und den Verbrennungsprozess zu starten. Läuft der Motor erst einmal, wird die Batterie wieder aufgeladen und bis auf mögliche geringfügige Ströme wird die gesamte Bordelektronik über die Lichtmaschine mit Strom versorgt. Bedeutet ganz einfach, dass eine Autobatterie nicht in erster Linie dafür gemacht wurde, über einen relativ langen Zeitraum geringe Ströme zu liefern. Und genau solche geringen Ströme, die über einen sehr langen Zeitraum entstehen, finden wir tatsächlich auch in der Astrofotografie wieder. Ob dies nun der Autobatterie schadet, ist recht umstritten. Der Lebensdauer förderlich sind solche Entladeprozesse sicherlich nicht, aber ob sie der Batterie aktiv Schaden zufügen, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Autobatterien sollten und dürfen aber auch nicht zu weit entladen werden. Dazu kommen wir aber später noch einmal zu sprechen. Es gibt nun spezielle Bleibatterien, die man durchaus auch auf dem Kopf stehend oder liegend lagern, transportieren oder auch benutzen kann. Das sind die sogenannten AGM-Batterien und die Bleigel-Batterien und es gibt noch so ein paar andere Derivate dabei. Auf die AGMs gehen wir an dieser Stelle nicht ein, denn die sind eher für Geländefahrzeuge gedacht. Worauf wir aber auf jeden Fall eingehen werden, sind die sogenannten Bleigel-Akkus, weil die in der Astrofotografie doch relativ weit auch verbreitet sind.
Ich selber besitze im Übrigen auch eine Bleigel-Batterie in Form eines Skywatcher Powertanks. Zunächst einmal sind Bleigel-Akkus ebenfalls mit Säure befüllt. Doch in diesem Falle wird die Schwefelsäure mit einer anderen Säure, nämlich der Kieselsäure, gebunden. Klingt sehr kompliziert, bedeutet aber einfach nur, dass die Kieselsäure die Schwefelsäure zu einer Art Gel macht. Die Kieselsäure tut also quasi ganz simpel und vereinfacht erklärt die Schwefelsäure andicken. Bleigel-Akkus sind dicht und lassen keine Säure entweichen. Auch nicht bei liegender oder stehender Lagerung oder Benutzung. Zudem ist ja wie bereits gesagt die Säure nicht flüssig, sondern gelartig. Ohne jetzt näher auf diese Thematik einzugehen, kann durch diese Bauform auch kein Kurzschluss wie bei den normalen nassen Batterien entstehen. Bleigel-Batterien können aber meist nicht so hohe Ströme realisieren wie konventionelle Autobatterien. Für den Kfz-Bereich nicht ganz so optimal, uns Astrofotografen kann das aber egal sein. Der wohl größte Nachteil dieser Akkuart, egal ob nass oder gelartig, ist aber der, dass diese nicht so tief entladen werden dürfen. Erst recht nicht tiefenentladen. Anders als bei den hochmodernen Lithium-Akkus werden uns die Blei-Akkus eine Tiefenentladung nämlich nicht immer verzeihen. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass man keinen Akku vollständig entleeren sollte. Bei diesen speziellen Bleigel-Akkus sollten jedoch anders als bei Lithium-Akkus zumindest einmal 20 bis eher 40% oder mehr Restkapazität verbleiben. Ein tiefenentladener Bleiakku kann, wenn überhaupt, nur durch ein entsprechend hochwertiges Ladegerät möglicherweise wieder gerettet werden. In vielen Fällen ist es dann aber schon zu spät. Mein Powertank ist klug genug gebaut worden, schon vor dem kritischen Punkt in die Knie zu gehen. Dann leuchtet die gelbe LED auf und die Lichter der Montierung und Kamera fangen zu flackern an. Ab jetzt ist es höchste Zeit, die Verbraucher vom Strom zu nehmen, um Schäden zu vermeiden. Ein weiterer Nachteil ist es, dass Bleiakkus besondere Zuneigung beim Laden benötigen, um die Lebensdauer zu erhöhen bzw. den Verschleiß so gering wie nur möglich zu halten. Ihr selber müsst dabei nicht viel machen, außer sehr, sehr viel Zeit mitbringen. Mein Powertank benötigt gerne einmal 10 bis 20 Stunden, bis die vollgeladene LED wieder aufleuchtet. Die Pflege selbst übernimmt dabei aber das Ladegerät. Ein weiterer Punkt bei Bleiakkus ist die Gasung. Durch die elektrochemischen Prozesse bildet sich neben Wasser auch ein wenig Knallgas. Dieses entweicht aus speziellen Ventilen. Neben einer gewissen Geruchsbildung möchten Batterien daher gerne in gut belüfteten Bereichen oder noch besser gleich ganz draußen geladen werden. Bleigel-Akkus selbst sind übrigens bauartbedingt so gebaut, dass sie wenig bis gar keine Gasung aufweisen. So wie mein Powertank. Er kann bedenkenlos im Innenraum geladen werden und hat auch keine Geruchsbildung. Bleibatterien mögen recht schwer sein, das stimmt. Aber auf der anderen Seite sind sie verhältnismäßig recht günstig und vielseitig einsetzbar. Mit meinem Powertank könnte ich sogar meine Autobatterie wieder aufladen. So, genug von den Bleiakkus. Kommen wir nun zu den moderneren Akkusystemen. Und das sind natürlich vor allem auch in der Astrofotografie die Lithium-Ionen-Akkus. Jeder von uns hat diese Akkus im Haushalt. Sei es in Handys, Tablets, Laptops, in Powerbanks. Nahezu alle diese mobilen Geräte besitzen Lithium-Ionen-Akkus. Bei Lithium-Akkus ist die Lage und der Transport ähnlich wie auch bei den Bleigel-Akkus völlig egal. Lithium-Ionen-Akkus zeichnen sich durch sehr viele Vorteile gegenüber den Bleiakkus aus. Zum einen kann man enorme Leistungskapazitäten sehr leicht und kompakt bauen. Die Akkus laden innerhalb weniger Stunden vollständig auf und können nahezu vollständig entladen werden, ohne davon direkt Schaden zu nehmen. Wichtig ist aber auch hierbei, dass die Akkus niemals tiefenentladen werden dürfen. Dies ist wie bei den Bleiakkus und anderen Akkutypen beinahe immer der sichere Tod für die Akkus. Nun werden einige von euch sagen, aber halt mal, mein Handy oder Laptop oder Tablet ist schon öfters wegen einem zu schwachen Akku ausgegangen und hat auch keinen Schaden davon getragen. Das liegt daran, dass die Geräte und die Akkus mittlerweile so schlau sind, bereits vor dem kritischen Punkt die Verbraucher vom Netz zu nehmen. Euer Handy zum Beispiel schaltet sich dann automatisch ab, um einen Schaden am Akku zu vermeiden. Anders als so manch anderer Akkutyp sind Lithium-Ionen-Akkus in der Lage, bis kurz vor Ende nahezu die volle Leistung auch weiterhin zu liefern. Das heißt, anders als andere Systeme, bei denen die Leistung mit zunehmender Entleerung immer schwächer wird, halten Lithium-Ionen bis zum Schluss ihre Leistung aufrecht, ehe sie sich selbst abschalten. Ja, hochwertige Lithium-Ionen-Akkus, wie zum Beispiel aus den E-Bikes oder Handys etc., haben ein eigenes Batteriemanagement. Bedeutet, fand ein Kurzschluss außerhalb des Akkus statt oder wurde schlichtweg zu schnell eine zu starke Stromentnahme gefordert, schaltet sich die Schutzschaltung ein und trennt die einzelnen Zellen vom Stromkreis. Der Akku wirkt dann, als wäre er tot. Misst man die Spannung, liegt diese dann gerne bei 0 Volt, obwohl die Zellen selber völlig in Ordnung sind. Profis können die Akkus dann aus diesem Schutzmodus wieder herausholen und der Akku funktioniert wieder genau so, wie er soll.
Hätte ein solcher Akku kein oder nur ein schlechtes Batteriemanagement, kann es sehr gefährlich werden. Gerade von E-Zigaretten liest man öfters, dass die Akkus gerne explodieren. Dies ist nahezu ausnahmslos auf stark entladene und zudem sehr billige Akkus zurückzuführen, bei denen die Schutzmechanismen nicht greifen konnten oder erst gar nicht vorhanden waren. Und hier liegt auch die größte Gefahr dieser Akkus. Denn wenn ein solcher Akku einmal brennen sollte, was extrem selten der Fall ist, kann man als Laie fast nichts dagegen tun, als sie brennen zu lassen. Die große Gefahr ist hierbei vor allem die, dass die extrem heißen Zellen immer wieder von neuem Feuer fangen können und das im Inneren der Zelle befindliche Elektrolyt hochgiftig ist. Auch die Überhitzung von Lithium-Ionen-Akkus ohne Schutzfunktionen kann mitunter lebensgefährlich sein. Stichwort hierbei ist das thermische Durchgehen oder im Englischen Thermal Runaway, bei dem der Akku sich immer weiter erhitzt, bis er Feuer fängt oder sogar explodieren kann. Man hat dann buchstäblich eine kleine Handgranate in der Hosentasche. Das hört sich alles wirklich schlimm an, aber es ist faktisch so, dass zumindest hochwertige Akkus derart sicher gebaut sind, dass es zwar möglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass ein solcher Akku tatsächlich einen inneren Kurzschluss erleidet, der ebenfalls zu einer Explosion führt oder einen anderen Defekt erleidet, sofern die Schutzfunktionen entsprechend vorhanden sind. Lithium-Ionen-Akkus sind also wirklich sehr, sehr sicher und vielseitig einsetzbar. Kommen wir nun noch zu einem anderen Derivat, einer Abwandlung der Lithium-Ionen-Akkus, und das sind die sogenannten LiFePO4 bzw. Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Um die Unterschiede näher zu erklären, müsst ihr wissen, dass jeder Akkutyp eine bestimmte Zellspannung aufweist. Diese ist bei Lithium-Ionen-Akkus etwas höher als bei LiFePO-Akkus. Bedeutet ganz einfach, dass wir mehr Zellen in einem LiFePO-Akku benötigen, um die gleiche Leistung bereitzustellen wie ein vergleichbarer Lithium-Ionen-Akku. Ein LiFePO4-Akku ist mit gleichen Spezifikationen also in der Regel schlichtweg ein wenig größer und schwerer. Aber, und das ist das große Aber, dennoch sind die LiFePO4-Akkus den normalen Lithium-Ionen-Akkus überlegen, da die geringere Zellspannung einen enormen Vorteil bietet. Sie sind wesentlich langlebiger als normale Lithium-Ionen-Akkus. Entscheidend hierfür sind die sogenannten Ladezyklen. Das bedeutet ganz einfach, wie oft ein Akku entladen und wieder aufgeladen werden kann, ehe er sein abnutzungsbedingtes Lebensalter erreicht hat. Bei Bleigel-Akkus liegt dieser bei etwa 500 Zyklen. Das heißt, entladet ihr den Akku täglich und ladet ihn voll, wäre er nach 500 Tagen an seinem kalkulatorischen Ende. Ein Lithium-Ionen-Akku wiederum bietet im Schnitt etwa 800 bis 1000 Ladezyklen. Die älteren Lithium-Eisenphosphat-Akkus haben etwa 3000, während die aktuellen Lithium-Eisenphosphat satte 4000 bis 5000 Ladezyklen locker packen. Ein Lithium-Ionen-Akku würde bei täglicher Nutzung also bereits nach 3 Jahren deutlich an Leistung verlieren, während die LiFePO4s bei täglicher Abnutzung noch mindestens 10 Jahre halten könnten. Und so verwundert es auch nicht, dass gerade hochwertige LiFePO4-Akkus sehr lange Garantiezeiten auf die Akkus haben. Der Handy-Akku von meinem Galaxy S9 von 2018, ja, ich brauche nur alle paar Jahre neues Handy und es war zugegeben sogar refurbished, wo ich es gekauft habe, ist ein solcher Lithium-Ionen-Akku. Und ich merke bereits, dass nach einem halben Tag das Ding völlig entleert ist. Bedeutet, ich muss es eigentlich fast schon dauerhaft an der Steckdose lassen. Wäre das Ganze ein LiFePO4-Akku, dann hätte er noch eine vergleichbare Leistung wie damals, wo das Gerät frisch auf den Markt gekommen ist. Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus tun also ihre Schwäche größer und schwerer zu sein, mit der mindestens dreifachen Lebensdauer im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus mehr als nur wettmachen. Sie sind dennoch wesentlich leichter als die Bleigel-Akkus im Vergleich und halten dafür gerne im Schnitt 8 bis 10 Mal länger als diese. Der Anschaffungspreis von den LiFePO4-Akkus ist dabei natürlich deutlich höher als bei den Bleiakkus und ein bisschen höher als bei den Lithium-Ionen-Akkus. Dafür brauchen diese nicht so oft ersetzt werden. Diese 10 Jahre Lebensdauer bei täglicher Nutzung, das klingt ja alles super toll. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen nachgerechnet und bin zu einem ganz interessanten Entschluss gekommen. Schauen wir uns das mal eben an. Ich habe wie gesagt zurückgerechnet und habe in den 2,5 Jahren, die ich den Powertank, also den Bleigel-Akku habe, wenn überhaupt dann 50 Ladezyklen geschafft. Und das bei dem regelmäßigen 3-monatigen Laden, wie es der Hersteller vorschreibt. Bedeutet, bei gleichbleibendem Nutzverhalten wird der Bleigel-Akku in der Theorie noch satte 20 Jahre lang seinen Dienst tun können. Nur zum Verständnis. Der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku wird dann kalkulatorisch auf locker 200 Jahre kommen. Dass er die 200 Jahre ebenso wenig wie der Bleigel-Akku die 20 packen wird, sollte dabei selbsterklärend sein.
Spätestens in ein paar Jahren wird die Elektronik selbst ihren Dienst quittieren und die unterschiedlichen Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten etc. werden ebenfalls die Lebensdauer negativ beeinflussen. Dennoch ist diese Anker Power Station mit 256 Wattstunden jedem vergleichbaren Lithium-Ionen-Akku und erst recht den Blei-Akkus überlegen. Vollgeladen laut Hersteller nach wenigen Stunden, wobei ich dem ehrlich gesagt nicht zustimmen kann, weil zumindest bei mir das Gerät bereits nach einer Stunde schon so gut wie voll ist. Um noch einmal eben zurück auf die Ladezyklen zu kommen, sei nun als Schlusssatz gesagt, dass bei täglicher Benutzung, gerade wenn ihr die Geräte als mobile Stromspeicher zum Beispiel am See oder zum Campen verwenden wollt, eher ein LiFePO 4 Akku zu empfehlen ist, da diese wie bereits besprochen wesentlich langlebiger sind. Viel entscheidender als die Akkuart selber oder die Ladezyklen sind vielmehr die tatsächliche Kapazität eures Systems. Also wie viel Strom kann euch dieses Gerät überhaupt zur Verfügung stellen? Diese lässt sich weniger an der Größe des Gerätes oder der Form ausmachen, sondern ist tatsächlich abhängig davon, was auf dem Gerät selber draufsteht oder was der Hersteller dazu zu sagen hat. Wir werden jetzt ein wenig in die Elektrotechnik einsteigen, aber keine Angst. Es folgen weder sehr fordernde noch wirklich komplizierte Erklärungen. Wir bleiben eher im seichten Gewässer, wenn ihr versteht, was ich meine. Zunächst einmal stehen auf solch einem Gerät oder eben in der Beschreibung des Herstellers vor allem zwei Werte. Volt und Ampere, abgekürzt mit V und A. Kombinieren wir Volt mit Ampere, passiert etwas ganz Interessantes, denn Volt mal Ampere ist gleich, Achtung, Voltampere. Weil dieses Wort sich so komisch anhört, hat man sich entschieden, es in Watt umzubenennen, ganz simpel gesprochen. Heute verwendet man das komplizierte Wort Voltampere eigentlich nur noch für elektrische Scheinleistungen. Weiter gehen wir an dieser Stelle aber nicht. Also, Volt und Ampere ergeben zusammen Watt. Haben wir also einen dieser drei Werte, Volt, Ampere oder Watt, können wir einfach zurückrechnen. Jetzt kommt nochmal ein etwas speziellerer Begriff, nämlich die sogenannte Wattstunde. Sie sagt, wie viel Watt ein Gerät in einer Stunde verbraucht. Haben wir eine Lampe mit 10 Watt und betreiben diese genau eine Stunde lang, hat sie exakt 10 Wattstunden verbraucht. So einfach ist das Ganze. Nehmen wir meine Powerbank als Beispiel. Sie hat 5 Volt und liefert exakt 24.000 mAh. Milliampere, klingt ja komisch. Ist aber einfach nur ein Tausendstel Ampere. Wir haben also 24.000 Tausendstel Ampere und können einfach die drei Nullen weglassen, um wieder zu den gewohnten Ampere zurückzukehren. Bedeutet ganz einfach, unsere Powertank hat tatsächlich 5 Volt bei 24 Ampere. Rechnen wir nun 5 mal 24, erhalten wir die Watt, die dieses Gerät uns maximal geben kann. 5 mal 24 ist gleich 120 Watt. Bedeutet ganz einfach, haben wir ein Gerät, das exakt 10 Watt pro Stunde verbraucht, also einen Verbrauch von 10 Wattstunden hat, wird die Powerbank 12 Stunden lang das Gerät betreiben können, da 120 Watt geteilt durch 10 Watt gleich 12 Watt ergeben. Zumindest in der Theorie. In der Praxis gilt also, je mehr Amperestunden oder Wattstunden ein Gerät tatsächlich hat, desto länger kann es uns mit Strom versorgen. Mein Skywatcher Powertank zum Beispiel hat 7 Amperestunden oder umgerechnet etwa 84 Wattstunden. Meine Powerstation hingegen hat 256 Wattstunden bzw. umgerechnet 81,3 Amperestunden. Ihr werdet schnell merken, dass die Geräte entweder mit Watt oder mit Ampere angegeben sind. Im besten Falle natürlich mit beidem. Aber egal was dran steht, ihr könnt jetzt mit dem Wissen, was ihr gerade erlernt habt, einfach zurückrechnen. Bedenkt aber bitte, dass die Gesamtkapazität eurer Akkusysteme gerade bei schwankenden Temperaturen sehr, sehr stark variieren kann. Bei 10 Grad Außentemperatur wird euer Akku zum Beispiel wesentlich länger heben als bei minus 10 Grad. Zu dieser Powerstation ist wie gesagt ein eigenes Video geplant, das wird der Part 2 dieser kurzen Videoreihe in der Anfängervideoreihe. In diesem werden wir auch wie schon gesagt gezielter auf die Besonderheiten eingehen, die ihr auch beim Akkukauf berücksichtigen solltet. Und damit kommen wir jetzt zum Bonustipp des heutigen Videos. Das Schlimmste haben wir bereits hinter uns gebracht. Nun müssen wir nur noch errechnen, wie viel die Kamera und die Montierung verbrauchen und schon wissen wir, wie lange wir Strom haben. Wir nehmen wie schon so oft zuvor meine eigene Ausrüstung für diesen Test her. Die HEQ5 Pro und die Svboney SV400 5cc
bzw. der IMX 294 wie bei der ZWO 294 MC Pro. Im Falle der Montierung ist es so, dass diese im normalen Guiding etwa 0,5 Ampere verbraucht und beim Fahren zum Beispiel zu einem Objekt hin etwa 1,5 bis 2 Ampere verbraucht. Also einigen wir uns hier einfach auf 1 Ampere Verbrauch. Das machen wir deshalb, weil dieser Wert erst einmal höher ist als der tatsächliche Verbrauch, da wir ja normalerweise nicht den ganzen Abend lang über den Himmel fahren, sondern relativ zügig zu unserem Objekt gelangen wollen. Visuelle Astronomen machen das vermutlich anders, aber die können ja dann einfach mit 2 Ampere rechnen. Gerade weil wir immer Energiereserven einplanen müssen und ja, auch wegen der unterschiedlichen Performance der Akkus bei unterschiedlichen Temperaturen, ist es immer ratsam, mit höheren Werten zu rechnen, als wir tatsächlich haben werden. Bei der AstroCam ist es das gleiche. ZWO gibt den Verbrauch mit etwa 3 Ampere an und somit haben wir alles Relevante. Montierung und Kamera verbrauchen gemeinsam also etwa 4 Ampere. Bedeutet, 4 Amperestunden mal 12 Volt sind gleich 48 Wattstunden. Unser 72 Wattstunden Powertank wäre also nach nicht einmal 2 Stunden völlig tiefenentladen. Und wie sieht es mit unserer Powerstation aus? 256 geteilt durch 48 ist gleich 5,33 Stunden, ehe auch diese tiefenentladen wäre. Jetzt werden die Profis unter euch schon protestieren und das auch zu Recht, denn die Kühlung läuft ja nicht ununterbrochen und vor allem auch nicht unter Volllast. Zumindest bei mir arbeitet die Kühlung eher pulsartig. Sie kühlt auf die Temperatur und kühlt dann erst wieder, wenn diese wieder zu steigen beginnt. Ich würde an dieser Stelle also eher mit 2 Ampere für die Kamera rechnen. Und das bringt uns kalkulatorisch zu 256 Wattstunden geteilt durch 36 Wattstunden ist gleich 7,1 Stunden. Und das ist ein Wert, den ich bei minus 10 Grad tatsächlich auch beobachten konnte. Das Video hierzu findet ihr hier. Bedeutet aber auch, dass der Lüfter im Sommer mit Sicherheit mehr Leistung verbrauchen wird als beim Winter bei minus 10 Grad. Wir müssen hier also einen Kompromiss eingehen, denn natürlich ist der Stromverbrauch dann im Sommer logischerweise schon alleine durch die stärkere Belastung des Kühlsystems deutlich höher. Aber dafür sind die Nächte auch kürzer. Es wird sich also irgendwo alles gegenseitig wieder ausgleichen. So viel zu den Akkusystemen selbst. In diesem Video haben wir jetzt wenigstens mal geklärt, was es im Groben für Akkusysteme für die Astrofotografie gibt, wie sich diese unterscheiden, wo die Stärken und Schwächen liegen, und haben uns angeschaut, wie man das Ganze berechnen kann. Wie gesagt, in 2 Wochen, ich hoffe, ich packe das zeitlich, ich habe gerade echt viel um die Ohren, in 2 Wochen folgt dann hoffentlich das Anschlussvideo, wo es dann gezielt darum geht, einmal den Anker Power Station sich die mal anzuschauen, was die für Funktionen hat und Vorteile und Nachteile vielleicht auch hat. Und dann auch mit Hilfe von dieser Power Station auch zu sagen, was muss ein Gerät zwingend haben, was ist optional, was braucht man gar nicht und worauf sollte man unbedingt achten, wenn man sich ein solches Gerät neu anschaffen möchte. Ich würde aber sagen, ich beende das jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe alles halbwegs verständlich erklärt. Dann würde ich aber sagen, in dem Sinne, euch allzeit clear skies und hoffentlich bis zum nächsten Mal.